man würde sagen, bei den gemeinnützigen Organisationen, da geht es einfach um Spenden, das ist auch sehr klar. Wenn man sich aber den gesamtkirchlichen Haushalt anschaut, dann machen die Spenden vielleicht 3 bis 6% aus und ich glaube, für das gesamte kirchliche Fundraising war eine Einsicht von Thomas Beglich, oder vielleicht müsste man besser sagen, ein Hinweis von Thomas Beglich, dem langjährigen Finanzchef der EKD, ausschlaggebend, der sagt, warum kümmert ihr euch eigentlich im kirchlichen Fundraising immer nur um diese 3 bis 6%? Es geht doch eigentlich um die ganzen Gaben der Gemeinde. Das ist natürlich Geld, das ist ehrenamtliches Engagement, das ist Zeit und Know-how, was Menschen an die Gemeinden geben, aber es ist natürlich auch der große Teil der Kirchensteuer, der an die Gemeinden geht. Und von daher geht es im kirchlichen Fundraising eben nicht nur um diese 3 bis 6% Spenden, sondern im Sinne der Mitgliederorientierung um eine Stabilität und vielleicht auch um ein Wachstum der Kirchensteuer insgesamt. Ja, wir haben ja inzwischen eben manche Landeskirchen, die das tatsächlich auch zusammengelegt haben, ja, die also die Bereiche tatsächlich auch nennen Fundraising und Mitgliederorientierung. Wir haben gerade in der Bayerischen Landeskirche auch ein großes Projekt Kirchenpost, bei dem es um also eine Ansprache per Brief an die Mitglieder geht, um einfach in Kontakt zu bleiben mit den Mitgliedern. Und ich glaube, das ist inzwischen ein ganz wichtiger Punkt, einfach zu sehen, was die Mitglieder möchten und auch deren Wünsche und Bedürfnisse in die kirchliche Arbeit mit einzubeziehen.